Dann guten Tag sozusagen von Wien heraus. Ich sage zunächst kurz was zur Situation in Wien politisch. Es gibt in Wien seit 2010 eine rot-grüne Regierung. Das heißt, für die Entwicklungen sind wir jetzt mittlerweile mitverantwortlich, aber noch nicht seit so langem. Und wir haben das Stadtentwicklungsressort vor allem. Ja. Ich fange mal an. Ich habe mich natürlich nicht ganz an die Vorgaben gehalten. Ich fange mal an mit dieser Folie, nämlich auch mit der Bevölkerungsentwicklung in Wien. Wir haben ähnliche Situationen wie in München, nämlich Wien wächst massiv. Ich habe es jetzt da mal verglichen mit der Gründerzeit. Da sieht man zwar ein viel stärkerer eine viel stärkere Anwuchs der Bevölkerung, aber die aktuelle Steigerung ist eine größere Herausforderung für den Wohnungsbau als damals, weil natürlich die Quadratmeteranzahl pro Person exorbitant gestiegen ist. Also wir sind da mittlerweile bei 40 Quadratmeter pro Person und damit muss Wien mehr bauen als in der berühmten Gründerzeit. Das Bevölkerungswachstum in Wien bewegt sich circa bei 25.000 Menschen pro Jahr. Das heißt 255.000 Menschen in den nächsten 10 Jahren. Und das heißt, dass Wien Graz bauen muss in den nächsten 10 Jahren. Und Graz ist die zweitgrößte Stadt in Österreich, für die, die es nicht wissen. Wien muss 7.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Wir schaffen im Moment circa 5.000. Und da komme ich auch schon zu einem Problem. Neben der Wohnungsbau an sich wäre noch nicht das Problem, sondern das Problem ist die Schaffung der Infrastruktur, die notwendig ist, damit Stadtquartiere auch so ausschauen, wie wir Grüne uns das vorstellen. Also die Schulen, die Kindergärten, die Öffis, die Straßen, die wir bauen müssen. Das ist eine extreme Herausforderung für Städte und ich würde da zum Beispiel auch ein Problem ansprechen, nämlich die Schuldenbremse, die für uns auch auf Wien umschlägt, auf die Finanzsituation. Und in so einer rapiden Wachstumsphase kommt man halt nicht mit den Anteilen aus, die einem zugeteilt werden aus dem Finanzausgleich, sondern da müsste man längerfristig Geld aufnehmen, um Zukunftsinvestitionen zu schaffen. Und dadurch, dass wir aber so begrenzt sind durch diese Schuldenbremse, haben wir nicht genügend Ressourcen, um Schulen, Kindergärten, Öffis, Straßen dorthin zu bauen. Und deswegen ist man hinten nach. Und dagegen braucht es auf jeden Fall Konzepte. So, ich habe jetzt auch versucht, so ein bisschen diese Verdichtungsproblematik sichtbar zu machen. Das ist Bild von der Bebauungsdichte von Wien. Man sieht hier etwas, auf was wir Grüne auch immer geschaut haben, nämlich einen sehr schönen Grüngürtel noch rund um Wien und halt im Zentrum eine sehr hohe Bebauungsdichte. Und wenn jetzt Wien Graz baut mit der Dichte von Graz, dann würde das ungefähr so ausschauen. Das kann nicht ganz funktionieren, wie man sieht. Und deswegen habe ich jetzt dann noch zwei Beispiele für Siedlungsstrukturen, nämlich einerseits Paris, und zwar den Kern von Paris, und zweitens Lincoln, Nebraska. Und um das jetzt zu plastisch darzustellen, in Paris leben auf sehr kleinem Raum sehr viele Leute und jetzt alle, die Paris kennen, ist ja nicht unschön dort, oder? Und in Lincoln, Nebraska leben auf noch größerem Raum viel weniger Leute. Wir werden uns nicht leisten können, in so einer Struktur zu bauen. Weil wenn wir mit der Dichte von Lincoln, Nebraska bauen, dann wird das ungefähr so ausschauen. Mit der Dichte von Paris würde es so ausschauen, es ist immer noch diese Stadt von 250.000 Leuten. Das ist immer noch problematisch, aber so schaut es dann schon gar nicht mehr so schlimm aus. Also, worauf ich hinweisen möchte, ist, es wird nicht ohne Verdichtung gehen. Das stellt aber an die Politik auch die Herausforderung, Beteiligungsprozesse viel stärker ernst zu nehmen, weil mit Verdichtung geht immer einher, gehen einher Ängste, die auch begründet sind. Und ich glaube, dass man nicht um Verdichtung herumkommt, wenn man in einer Stadt zum Beispiel einen Grüngürtel noch erhalten will und nicht in die Fläche baut. Aber das ist eine Herausforderung für Beteiligungsprozesse. So, und jetzt zu den steigenden Mieten.
In Wien haben wir eine Sondersituation, die sich sehr stark unterscheidet von dem, was ich jetzt gehört habe, wie die Situation in Deutschland ist. Wir haben circa 75% der Wienerinnen wohnen in Mietwohnungen. Davon sind 206.000 Wohnungen Gemeindewohnungen im städtischen Eigentum. Zusätzlich dazu sind, also was ich jetzt als sozialer Wohnbau beschrieben habe, sind sozial geförderte Wohnungen, Genossenschaftswohnungen. Und 274.000 Wohnungen sind Privatwohnungen. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Bestand an Wohnungen, wo wir über einen regulierten Mietpreis verfügen und der den Markt stabilisiert. Nichtsdestotrotz ist auch bei uns die Goldgräberstimmung beim Beton ausgebrochen. Die Folie habe ich vergessen. Weil ja auch die Bitte war, ein bisschen auf soziale Segregation einzugehen. Das ist in Wien nicht wirklich ein Problem, eher von oben nach unten, wie in jeder Stadt, dass halt oben in den Wohnungen die reicheren Menschen leben und unten die ärmeren. Aber der Gemeindebau, dieser städtische Wohnbau ist, und das ist eine Leistung der Sozialdemokratie, über lange Jahre so betrieben worden, dass er auf die gesamte dicht besiedelte, auf den gesamten dicht besiedelten Bereich von Wien ausgedehnt wurde. Also man sieht da, das sind alles diese Gemeindebauten. Das ist nicht eine Konzentration in irgendeinem Wohnquartier, sondern das ist auf die ganze Stadt verbreitet. Das kann man natürlich jetzt nicht so nachbauen, aber in Wirklichkeit, wenn man neue Stadtteile schafft, ist das aus meiner Sicht zu bedenken. So, aber jetzt. Die Mietzinssteigerung. Wir haben eine Mietensteigerung von 34% in allen Mietwohnungen. Und vor 1945 errichtet haben wir 45%. Das ist die sogenannte Altbausubstanz bei uns. In Österreich ist irgendwann einmal entschieden worden, dass mit 1945 und 1953 dann das Mietrechtsgesetz, dass das Altbausubstanz ist und alles, was nach 1953 erbaut wurde, ist Neubau. Das ist keine dynamische Regelung, sondern das ist quasi, es bleibt mit 1945, alles, was nach 1945 erbaut wurde, ist Neubau. Und das ist natürlich ein Problem. Das Mietrechtsgesetz gilt nur für den Altbau. Trotzdem steigen jetzt gerade im Altbau die Mieten, besonders weil dort viele Privatwohnungen sind und weil das besonders begehrte Wohnungen sind. Man sieht quasi, Medianlohn, Inflation liegen klar drunter. Und jetzt nochmal nach diesen Wohntypen. Private Mietwohnungen steigen eben jetzt in einem Vergleichszeitraum von 2005 bis 2010 um 22% und der Gemeindebau und der soziale Wohnbau liegen in etwa bei Medianlohnsteigerung und Inflation. Also das ist die große Problematik in Wien. Jetzt auch noch ein Vergleich Gesamtmietzinssteigerung, Hauptmietzinssteigerung und die Betriebskosten. Also auch die Betriebskosten sind bei der Inflation. Das heißt, dort, wo die Steigerung liegt, ist wirklich beim Hauptmietzins und nicht bei den Betriebskosten. Ich weiß nicht, ob diese Begrifflichkeiten in Berlin ähnlich sind. Wenn irgendwas unklar ist, bitte einfach kurz nachfragen. Was auch massiv am Steigen ist, und das ist auch ein Problem in Wien, ist befristete Verträge. Es gibt in Österreich die Möglichkeit, die Mietverträge eigentlich unreguliert also ab 3 Jahren zu befristen. Und das steigt rapide an, was natürlich auch immer wieder zu Mietsteigerungen dann bei Neuvermietung führt. So. 5 Punkte für eine Reform des Mietrechts in Österreich. Es ist auch in Österreich eine massive Diskussion im angehenden Nationalratswahlkampf, heißt es bei uns, nämlich die Ausweitung des Geltungsbereiches des Mietrechts auf diese Wohnungen, die nach 1945 erbaut wurden. Faire und transparente Mietzinsobergrenzen. Wir haben in Österreich das Problem, dass Aufschläge verlangt werden, die nicht reguliert sind. Das heißt, man kann zum Beispiel Aufschläge verlangen für die U-Bahn, die die Stadt hingebaut hat, die die Stadt finanziert hat, und die Mieterinnen zahlen dann Aufschläge dafür. Beschränkungen von Befristungen, die anderen beiden Dinge habe ich jetzt noch hingeschrieben, aber ist vielleicht für Deutschland jetzt nicht so relevant. Ein paar Dinge, die wir in Wien tun. Wir vergeben, die Stadt Wien hat noch sehr viele Liegenschaften und wir vergeben diese Liegenschaften jetzt in der Regel nicht mehr, wir verkaufen sie nicht mehr, sondern wir vergeben sie im Baurecht. Das senkt die Grundstückskosten und das macht das Bauen billiger und damit auch das Wohnen.
Das Zweite, wir haben in Wien, und das würde ich mir einfach auch anschauen, falls es das in Deutschland noch gibt, eine Stellplatzverpflichtung, die bedeutet, dass man pro Wohnung einen Autostellplatz bauen muss. Das ist nicht besonders zukunftsträchtig und es steigert natürlich auch wieder die Baukosten. Wir arbeiten aber auch am Wohnungsschnitt. Es ist so, dass, also kenne ich auch von Berlin, dass Wohnungen früher immer sehr absurd geschnitten wurden, dass es Wohnzimmer gibt mit 20 Quadratmeter, die man im Wesentlichen nicht nutzen kann. Wir schauen, dass wir auch bei der sozialen Förderung jetzt darauf achten, dass diese Wohnungen intelligent geschnitten sind und dass man auf einer 55 Quadratmeter Wohnung teilweise mehr Platz gefühlt hat als auf einer 65 Quadratmeter Wohnung, die schlecht geschnitten ist. Das war's auch schon wieder. Das ist quasi unser Kampagnen-Design in Österreich. Danke.